Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja, wir haben im letzten Part hier, nachdem wir das tolle Brettspiel oben gelöst hatten, sind wir nach unten gekommen und haben, soweit ich das noch richtig weiß, soweit ich richtig liege, das Grab von Samerket gefunden. Und dort war eine Prophezeiung von ihm, indem er halt gesagt hat, wenn dieser Text hier verkündet wird, ist Zed frei. Und was eben derjenige, der das getan hat, tun muss, um ihn wieder einzufangen. Und ja, dann sind wir nach hier unten gekommen und haben diese tolle Landkarte hier gefunden mit ein paar Pyramiden, mit einem Sphinxkopf und einer Sphinx selber. Und ja, was die alles genau bedeuten, ich weiß es nicht. Aber hier ist auf jeden Fall ein tolles Symbol. Ich möchte wissen, was das ist. Muss ich da was einsetzen oder ist da was drin? Ich glaube, ich muss da was einsetzen. Dann muss ich das erstmal finden. Da kamen wir, glaube ich, her. Das heißt, ist das ein Knopf? Oder kann ich irgendwas machen? Irgendwie nicht, ne? Wie komme ich denn weiter? Oder ist hier irgendwie, kann man irgendwas kaputt machen? Erstmal alte Landkarten zerschießen. Ist doch gut. Nee, hier ist auch nichts. Da komme ich aber nicht hoch, oder? Doch, komme ich, okay. Dann ist alles gut. Ich möchte hochrennen, auch wenn das sehr gefährlich aussieht, aber ich gehe da trotzdem hoch. Okay, es ist zu steil. Daran habe ich nichts gedacht. So, wo führt uns das denn hier hin? Wenn ich einmal so fragen dürfte. Oh, diese Räder kennen wir ja noch. Vom Tutorial. Tja, ja. Der Gute von Koi, Alter, der war schon ein Schnuckelbär. Was mache ich genau jetzt hiermit? Passiert irgendwas? Hallo? Wahrscheinlich. Das geht von der anderen Seite wahrscheinlich auch. Was aber hochdrückt. Oder? Ne, okay, es geht runterziehen. Okay. Wahrscheinlich muss ich da hinten irgendwas aktivieren. Und dann. Oh mein. Okay. Ich wollte sagen, und in der richtigen Zeit zurückkommen, Alter. Was zum. Alter, was? Was war das denn für eine Assi-Falle? Okay, gut. Ich sollte nicht die Bereiche betreten, wo unten drunter Messer hängen. Ich habe mich schon ganz gefragt, was würde mit diesen Messern passieren, aber dass die einfach durch den Stein nach oben kommen, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das war ziemlich fies. Alter. Wie assi. Hä? Die Arschlöcher, ey. Was soll denn das? Boah, war das fies. Wenn man die anguckt, dann sieht man doch nicht, dass die nach oben gehen. Der Stein ist fest. Da sieht man keinen Spur, wo das irgendwie durchgeht. What the fuck? Oh Gott. Wieso hasst mich dieser Raum? Alter, ich sterbe die ganze Zeit fast. Was soll das? Und jetzt? Was ist das Ziel? Ach so, ich hätte wahrscheinlich nicht runtergesollt, oder? Obwohl. Doch. Oder nicht? Muss ich die Plattform irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge berühren? Beziehungsweise nur einen bestimmten Weg gehen, weil manche haben nämlich Messer und manche nicht. Das ist sehr komisch. Vorsichtig, Madame.
Maniacs-Haus. Ich wollte gerade sagen. Okay. Alter, was für eine Assi-Stelle. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass die Messer einfach durch den Boden durchgekommen sind. Das war fies. So, ach, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder beim Kartenraum raus, ne? Ah ne, aber wir kommen hier direkt hier oben, okay. Dann ist das sogar noch ein verkürzter Weg. Und jetzt sind wir wieder hier, okay. Ich weiß noch nicht, was dieses Rad bringen soll. Das verwirrt mich gerade sehr, sehr stark. Vor allem verstehe ich nicht ganz. Ja. Wie ich da durchkommen soll. Weil die Messer sind halt die ganze Zeit da. So. Ich komme halt hier nicht lang. Hä? Ach. Okay, jetzt verstehe ich's. Muss aber nur schnell genug sein. Die Messer werden erst nach einer Zeit aktiviert. Okay, alles klar. Wirklich? Die Tür ist zu? Ich hasse dich. Okay. Ach, ich drehe die Tür damit auf. Ach so. Er sagt jetzt auch. Oder mache ich das überhaupt? Ja, tue ich. Okay, dann ist gut. So, speichern und losrennen. Did it. Die Messer habe ich irgendwie mitgerechnet, dass da welche sind. Bin einfach durchgerannt, weil ich einfach das Scheiße. Alter. Boah, was sind das Assi-Fallen? Alter, war das knapp. Alter, das ist asozial hier. Das ist ja wohl. Ist ja wohl nicht euer Ernst. Okay, und jetzt ist der Weg nämlich hier zurück. Ah. Gut, aber das ist ja nicht. Das war nicht so gewollt. Ich sollte eigentlich nach vorne springen und ein bisschen nach links lenken. Hol ich einfach den geraden Weg. Ich glaube, das ist besser. Einfach über die Kästen drüber zu springen. Alter, Messer sind halt schon assi. So, und dann von hier aus einfach mal geradeaus springen. Ich glaube, das ist ein bisschen safer. Ich glaube, oh Gott, Hilfe. Ich glaube, Summercat wollte echt nicht, dass man sein Grab betritt. Der hatte, glaube ich, echt ein Problem mit. So. Aber jetzt haben wir das, dieses Echsenfragment da. Wie heißt denn das? Goldener Vreus. Ah ja. Mit dem können wir jetzt wieder zurück zur Karte. Zum Glück. Oh, warte mal. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass wir das Level geswitcht haben zwischendurch mal, dass wir jetzt inzwischen nicht mehr im Grab meines Summercats sind, sondern im Wächter des Summercats. Der Nachteil daran, dass nicht mehr Levelenden angezeigt werden, wie in alten Teilen. Mit von wegen so und so viel gefundenes Secrets und so. Aber was soll's. Macht natürlich auch einen besseren Spielfluss. Na. Und da es jetzt einfach vom Namen her so gut wie gleich war, es hat sich ja nur eine einzige Sache geändert im Namen, ist mir das einfach gar nicht aufgefallen. Okay.
die dunkle Pyramide gleich recht getroffen. Das wäre irgendwie klar. Die sah schon so besonders aus. Sieht mir eigentlich immer ganz gut bei den alten Teilen. Wenn man irgendwas benutzen kann oder irgendwas benutzt wird, dann ist es meistens dunkler als die anderen. Sterbe ich, wenn ich das berühre? Ich meine, wir sind schon mal an einem Licht im dritten Teil gestorben, also... Na, man weiß ja nie. Ne, okay. Sieht gut aus. Was ist denn das? Schlüssel des Wächters. Ah, ja. Na dann. Mir tut der Wächter echt leid, dass er den ganzen Weg hier gehen muss. Sehr schön. Weiter geht's. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen den Wächter antreten. Das fände ich so cool. Aber eigentlich versuchen wir, die Welt zu retten. Und genau das, was der Marquette möchte. So dürfte er eigentlich nichts dagegen haben. Okay, ich habe immer Angst, wenn ich einen Raum betrete, der so groß ist, dass irgendwas von der Seite kommt und mich umbringt. Oh mein Gott. Oh nein. Lass mich raten, hier kommen gleich ein paar Wächter raus. Ja. Psst. Nein. Oh mein Gott. Ja, genau. Okay. Cool. Tschüss. Lara, beeil dich. Weg, scheiß auf alles. Weg. Das Medipack ignoriere ich mal ganz gekonnt. Hier ist nichts. Doch, das ist ein Ding. Eine Fackel, ernsthaft? Eine Fackel. Hallo. Na? Lieber Wächter. Ich denke mal, dass du der Wächter bist. Oder du bist einfach irgendein Bulle oder so. Was machst du in Ägypten einfach? Irgendwas nicht mitbekommen? Warum ist hier die... Achso. Ich fühle mich bedroht. Okay, der Schalter da vorne ist auf jeden Fall schon mal für die Tür. Das kann ich schon mal sagen, weil der war nämlich gerade nach hinten umgelegt. Nachdem der Bulle da die Tür aufgebrochen hat, ist der nach vorne umgelegt. Ist wahrscheinlich einfach dafür da, damit man ihn kurz aussperren kann, wenn er irgendwie einem so nahe kommt. Aber was soll ich machen? Aua, das hat weh getan. Ich bin aber froh, dass er keinen One-Hit macht. Das ist schon mal ganz so gut. Diese Fledermäuse sind auch so nervig, ne? Wo soll ich damit hin? Soll ich alle Fackeln anzünden oder wie sieht das aus? Geht weg, ihr scheiß Fledermäuse. Als ob Fledermäuse so aufdringlich wären, das glaubst du auch selber nicht. Ich habe noch nie von einer Fledermaus gehört, die so extrem aufdringlich ist. Hi, Schnucki. Ich hab doch mal ganz kurz. Diese Fledermäuse, ne? Mach mich fertig. Ja, ich muss wahrscheinlich hier dran. Ja, war klar. Hi. Tschüss. Wahrscheinlich jetzt einfach alles anzünden, was hier aus ist. Würde ich mal behaupten. Oder ich kann die Bretter verbrennen, das kann natürlich auch sein. Aber ich gehe zuerst mal nach hier oben. Hier war nämlich eine Fackel, die aus ist. Kann ich die anzünden? Ja, geht. Oh, geil. Achso, ich verstehe es. Okay. Ja, okay, das ist noch möglich. Achso. Das hat schon gereicht für die Tür. Okay, das ist nicht nice. Dann direkt mal rein da. Oh, ist ein Secret, okay. Naja. Aber ich müsste ich erstmal sicher vor dem Drecksvieh sein. Das kann ich nicht von Fledermäusen entfernen, Alter. Gott, sind die nervig gewesen. So. Ich brenne, weil die Lebensanzeige angezeigt wurde, aber nee. Ich habe nur meine Waffen rausgeholt und deswegen.
Ach, Fledermaus, ernsthaft? Niemand mag dich. Jetzt, da. Möchtest du die Fackel aufheben? Thank you. Yay, Secrets. Ich habe jetzt so irgendwie das Gefühl, dass diese Dinger da unten fallen sind. Deswegen versuche ich mal nicht in diese... Es war so klar. Ihr Assis. Boah, Alter. Seid ihr asozial? Boah, seid ihr asozial einfach nur. Was soll denn das? Die wollen echt nicht, dass man Secrets findet, kann das sein? Alter. Kompletter Raum, komplett voller Fallen. Like, jede Säule ist einfach voller Messer. Der Boden ist einfach voller Messer. Aus der Decke kommen Messer. Alter, ich will doch nur das Secret mitnehmen. Es tut mir leid. Oh nein, oh, oh Gott. So ein Glück gehabt, dass da kein Messer drin war, ne? Bin einfach aus Versehen gegen die Decke gesprungen. Alter, was habt ihr denn gegen mich? Es tut mir leid, dass ich sammeln möchte. Wirklich. I'm so totally sorry, Alter. Tschüss. Gottes Willen. Alter, die Fallen sind schon nice. Komm ich da hoch? Oh Mist. Ich glaube. Warte, kann ich vielleicht. Ne. Ich glaube, ich muss die Fackel hier unten lassen. Ich muss wahrscheinlich gleich eine neue grabben. Die wird wahrscheinlich diesmal, wenn ich die zu lange irgendwo rumliegen lasse. Also tschüss. Wieso auch immer ich mit der Fackel nicht klettern kann. Weißt du, ich kann sie sonst für Sprünge machen, aber klettern? Nee, das geht nicht. Das ist zu viel. Wenn ich gerade schon allein bin, kann ich auch kurz grabben. Wahrscheinlich kommt er mir jetzt ins Gesicht gerannt. Na komm. Da bist du. Hallo. Hey, ist unfair. Also, wieso kannst du rückwärts gehen? Was soll das? Finde ich nicht gut. Ich habe keine Fackel. Ich habe ein Problem. Hallo. Tschüss. Ja, so ohne Fackel ist das schon ziemlich uncool auf jeden Fall. Was mache ich denn nun? Da kam ich her. Ich wollte gerade da hochrennen und dann habe ich mir so coolen Geheimweg gefunden. Aber ne, da kam ich nicht her. Ich kam hier vorne her. Warte. Da muss ich erstmal gleich inspekten, sobald ich an ihm vorbeigekommen bin. Wieso sollte ich diese Tür hier aufmachen können? Das verstehe ich nicht. Oder beziehungsweise zumachen können. Oder war diese Fackel echt nur für Secret? Das kann durchaus sein. Hi. Bye. Oh mein Gott, bist du schnell. Hilfe. Ich fühle mich echt getriggert von diesen verschlossenen Türen in der Seite. Ich möchte bitte einfach durchgehen. Aber so ohne alles wird das nichts. So, hier kam ich her und hier oben dann nicht. Komme ich da hoch? Nein. Okay. Das ist schade. Hilfe. Zum Glück ist er gerade rückwärts gegangen und hat mir damit einfach keinen Schaden gemacht. Warum ist dieser... Ich verstehe diesen Schalter einfach nicht. Ich verstehe ihn nicht. Die Fackel ist immer noch weg. Oder kann ich sie da vielleicht hochwerfen? Weil wenn die Fackel wirklich wichtig ist zum Weiterkommen, dann sollte die schon respawnen, wenn man die irgendwie verlieren kann. Ach warte, die lag da gar nicht. Die lag doch gar nicht darum. Die lag hier drin. Dann kriege ich die auch nicht mehr raus. Weil dann komme ich später wieder. So, hier liegt meine Fackel. Kann ich die irgendwie
da hochwerfen. Please say yes, because andernfalls habe ich echt ein Problem. Ja, das wird nichts. Das wird absolut nichts. Warte, vielleicht irgendwie ein Rückwärtssalto? Ne, das wird nichts. Absolut nicht. Ne. Mit Fackel komme ich da nicht mehr hoch. Irgendwie ein tiefes Loch, wo ich die Fackel reinwerfen kann, sodass die wirklich verschwindet. Tschüss. Ja, ja. Schnucki, ganz ruhig. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und wir sind im nächsten Part wieder von Tomb Raider 4 The Last Revelation und dann gucken wir mal, ob wir, wenn das da oben der Wächter ist, ihm entkommen können oder ihn vielleicht sogar besiegen können, was sehr unwahrscheinlich ist wahrscheinlich, und ob wir irgendwie die Fackel brauchen oder nicht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dann, ciao.